Hallo, heute backen wir dieses Gemüse-Quarkbrot zusammen. Und zwar ist das ein Quarkteig mit einer Gemüsefüllung. Das sind die ganzen Zutaten. Genau, und ihr benötigt für den Teig erstmal Quark. Ich habe Kräuterquark genommen, aber das ist egal, ihr könnt auch normalen Quark nehmen. Dann benötigt ihr 2 Eier, Backpulver, Mehl, Olivenöl und Chilisalz. Ihr könnt auch normales Salz nehmen, wie ihr wollt. Jetzt geht's zu den Zutaten der Gemüsefüllung und dafür benötigt ihr 150 Gramm Tomaten, 100 Gramm Oliven, 2 Paprika, Chilisalz, Pfeffer, eine halbe Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Wenn ihr beispielsweise Oliven nicht gerne esst, dann könnt ihr mehr Paprika nehmen oder mehr Tomaten, das bleibt euch überlassen. Jetzt müsst ihr erstmal die 2 Eier, die 200 Gramm Kräuterquark und 3 Esslöffel Olivenöl in eine große Schüssel zusammengeben. Nun müsst ihr alles gut mixen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Und jetzt müsst ihr einfach die Trockenzutaten hinzugeben, und zwar eine Tüte Backpulver und 400 Gramm Mehl. Und jetzt müsst ihr wieder alles gut mixen, macht das aber lieber mit den Händen, weil das ziemlich an dem Mixer dran klebt. Und falls das zu klebrig wird, müsst ihr einfach noch ein bisschen Mehl hinzugeben. Und wenn ihr dann den fertigen Teig habt, dann müsst ihr nur etwas Mehl auf eure Arbeitsfläche streuen. Und dann könnt ihr euren Teig gut ausrollen. Achtet darauf, dass ihr euren Teig so ausrollt, dass er dann im Anschluss gut in eure Form passt. Nun müsst ihr euer Gemüse in Streifen schneiden, in Würfel, wie ihr das am liebsten haben wollt. Ich habe das jetzt schon gemacht und so sieht das dann aus. Und dann müsst ihr das einfach auf euren Teig verteilen. Alles schön gleichmäßig, am besten so in die Mitte, weil im Anschluss, also nachdem wir das gewürzt haben, rollen wir das alles ein. Und deswegen nicht so an die Seiten verteilen, sondern eher so in die Mitte. Und jetzt könnt ihr eure Füllung einfach noch mit Pfeffer und Salz und Chili würzen. Wenn ihr es allerdings nicht so scharf haben wollt, dann solltet ihr euer Chili weglassen, auch im Teig. Und genau, das war's dann schon mit der Füllung. Und so sieht das aus. Ihr müsst jetzt einfach das so einmal einrollen und dann gut festdrücken, damit das auch nicht aufgeht, und an den Seiten nochmal alles umklappen. Aber ihr seht ja wahrscheinlich, was ich meine. Und genau, und dann seid ihr auch eigentlich schon fast fertig. So sieht das dann aus. Ihr müsst dann eure Form fetten und dann euren Teigbatzen mit der Naht
nach unten in eure Form geben. So sieht das Brot dann aus. Ihr müsst dann bei 180 Grad Heißluft das Brot 50 Minuten backen und im Anschluss 15 Minuten abkühlen lassen. Das fertige Brot sieht dann so aus. Da müsst ihr erstmal die Seiten so mit einem Messer schneiden und dann könnt ihr das Brot stürzen. Genau, und wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann seid ihr schon fertig. Dann könnt ihr das einfach gut servieren auf einem Brett, so wie ich das gemacht habe. Und so sieht das Brot dann aus. Und ich zeige euch gleich auch noch, wie das von innen aussieht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt dann dieses Brot gut zum Grillen benutzen, aber auch zum Dippen oder einfach so zum Frühstück. Und wenn ihr dieses Brot nachmacht, dann würde ich mich natürlich total freuen. Und genau, dann sehen wir uns auch zum nächsten Video. Tschö! You got to give it